So, es ist ja eigentlich super spannend. Ich meine, ach so, ja, übrigens, willkommen wieder zurück, gleich in der selben Aufnahmesession bei Spellforce. Und ja, es ist eigentlich super spannend, dass sie hier quasi die Steuerungskonsole dafür gefunden haben. Auch wenn die irgendwie sehr bewachsen scheint. Aber weißt du, hier leuchten auch Kerzen, aber hier wundern die sich nicht, dass die da sind? Gehen wir gleich mal ran. Nihalshammer, könnt ihr das spüren? Ja, Energie. Scheint, als habe der Nexus immer noch welche gespeichert. Ja, und was ist das? Sieht aus wie eine Art Amboss. Vielleicht ist das der Ort, an dem die Former ihre Kreationen gefertigt haben. Gut möglich. Wartet. Wie wär's mit einem kleinen Experiment? Diese Rune, die Lekain euch gegeben hat, könnte ich sie mir für einen Moment ausleihen? Wozu? Wie ich sagte, für ein kleines Experiment. Diese Scherben, die wir draußen bei den Geistern gefunden haben, ich glaube, man könnte sie mit unserer Rune kombinieren. Das könnte gefährlich sein. Natürlich könnte es gefährlich sein. Ich will es aber auch unbedingt machen. Aber wir gehen erstmal diese Option hier erstmal speichern. Ich will es natürlich dann am Ende machen. Lieber nicht. Was? Wir haben keine Ahnung, womit wir da rumspielen. Ach, Corporal, bitte. Vertraut mir einfach. Ich habe schon zuvor mit Former-Artefakten gearbeitet und weiß, was ich tue. Na gut. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Ja. Danke euch. Das ist schon mal interessant. Was? Die Runen. Sie ähneln Ja, sich. hast du schon gesagt. Also hat uns Lakaien eine Formerrune gegeben? Gut möglich, ja. Das ist beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Er sagte, sie sei ein Geschenk von Aonir. Er schien sie für ein Geschenk Aonirs zu halten. Interessant. Ich persönlich habe meine Zweifel, dass Aonir seinen Anhängern Geschenke zukommen lässt, aber wie man anhand der Göttersteine, die überall in der Stadt verteilt sind, sehen kann, hat er in der Religion der Former auch eine Rolle gespielt. In anderen Worten, sie könnte beides sein. Eine Former-Rune und ein Geschenk des Allvaters. Immer noch sicher, dass ihr damit rumexperimentieren wollt? Ganz sicher. Es könnte eine Weile dauern, aber ich würde vorschlagen, ihr seht euch in der Zwischenzeit ein wenig um. Gerne. Dann sind wir zumindest außerhalb des Explosionsradius. Sehr witzig. Okay, er hat die Gruppe verlassen, aber ich nehme an, wir stoßen hier hoffentlich nicht unbedingt auf Feinde. Ja. Also wir hatten jetzt hier den einen Weg, wo wir lang gegangen sind. Gibt es noch einen anderen Weg? Irgendwie nicht, ne? Abbrechen. Warte mal, hier muss man doch irgendwie noch woanders langkommen, nicht wahr? Kann man nicht mehr reden? Ja, hier gibt es ja nichts anderes mehr, ne? Sieht nicht ganz nach Allfeuer aus, aber ich schätze mal, es handelt sich um das Allfeuer, worum es in den Spielen vorher immer ging. Okay, dann gehen wir jetzt, erkunden wir weiter den Nexus. Bestätigen. Wir können ja eigentlich dem Häuptling jetzt sagen, dass er gar kein Fleisch mehr braucht, um Macht zu erhalten. Ach, das ist der Fleischgolem, fällt mir gerade auf. Und wir haben hier neue Ausrufezeichen. Und die Karte ist schon wieder ganz verdeckt. Das finde ich nicht so gut, dass sie das übernommen haben. Es leuchtet.
Aber zum Glück haben wir die ganzen Wächter schon beseitigt. Das heißt, wir müssen nicht zu zweit gegen die kämpfen, was natürlich super ist. Was sind das hier für ein Ausrufezeichen? Klingt gut. Ich sehe hier eigentlich nichts. Warte mal. Kamera drehen. Ist hier irgendwas, was ich nicht sehe? Sieht nicht so aus, ne? Außer, dass es jetzt dort unten lila leuchtet und er anscheinend zu arbeiten scheint. Gehen wir doch mal hier rüber. Erkunde den Nexus, was wir eigentlich schon getan haben. Das war falsch, wieder falsche Taste. Aber hier, Portal öffnen. Wir haben hier ein Portal und da ein Portal und dort unten eins. Ach, jetzt können wir uns wahrscheinlich hier auch das Schriftrollending ansehen, was wir da letztens gefunden, in dem einen Raum da gefunden hatten. Ja, eine Kapelle kann natürlich auch sein. Ja, wie altarmäßig. Okay, verbinde dich mal nach da drüben. Und dann gehen wir mal durch. Dann gehen wir mal durch. Ah, schauen wir uns das mal an. Ja, der Kamerawinkel ist auch ungünstig. So, schon besser. Aber blöd, dass man dann die Karte neu aufdecken muss. Mir hat es am zweiten Teil eigentlich gefallen, dass man das eben nicht mehr tun musste. Verstanden. Oder verwechsel ich das jetzt mit den ersten? Was ist das? Tja, das versuche ich gerade herauszufinden. Aber für mich sieht es wie eine Karte Fiaras aus. Eine verdammt alte. Ja. Kann uns die irgendwie helfen? Ich denke schon, ja. Siehst du diese Markierungen? Glyphen. Sieht aus, als hätte sie jemand in den Stein gemeißelt. Kannst du sie entziffern? Ich habe es versucht, aber... Ja, ja, das ist es. Kommt her, schnell! Bis zum heutigen Tage sind die magischen und technologischen Errungenschaften der Former unübertroffen. Eines ist gewiss. Keines ihrer Wunderwerke wäre ohne eine unermessliche Menge an Magie möglich. Iskrim? Ah, da seid ihr ja! Ich hatte recht, es hat funktioniert! Seht! Ich kann nichts erkennen. Ach, seht es euch nur an! Hier, Taha! Ich... Was zum Henker ist passiert? Was habt ihr getan? Ich weiß nicht, es muss auf euch reagiert haben, Taha. Nun, ich spüre keinen Unterschied. Was habt ihr mit der Rune getan? Ich habe sie mit den Scherben vereint, die wir von den Geisterwächtern bekommen haben. Und ich denke, ein Teil ihrer Kräfte ist auf die Rune übertragen worden. Also sind wir jetzt an die Stadt gefesselt? Nein, natürlich nicht. Aber ich denke, die Rune hat an Stärke gewonnen. Ich muss dazu immer noch weitere Untersuchungen durchführen. Ich komme nicht umhin, diese Runen als einen Ozean zu begreifen. Als einen Ozean, von dem wir bisher lediglich die Oberfläche zu Gesicht bekommen haben. Hoffen wir nur, dass in der Tiefe kein Ungeheuer auf uns wartet. Oh ja. Wie auch immer, was nun? Wir haben immer noch nichts über den Blutbrand oder das ätherische Lied herausgefunden. Stimmt, aber während ich an der Rune gearbeitet habe, kam mir ein Gedanke. Erinnert ihr euch daran, dass ich gesagt habe, dass einige Former der höheren Kaste dazu in der Lage waren, mittels ihrer Gedanken zu kommunizieren? Durch Telepathie?
Ich vermute, dass das Lied genau das ist. Telepathie. Ihr meint, dass wir die Gedanken eines Formers hören? Die Former sind ausgestorben, also nein. Aber es könnte jemand anderes sein, der Former-Magie verwendet oder eine Art mentales Echo. Die Erinnerungen der Toten. Mentales Echo, was ist... Was meint ihr mit mentales Echo? Naja, die Former haben alle möglichen Spuren hinterlassen, oder? Und diese Gespenster, die wir oben bekämpft haben, beweisen, dass ihre Magie noch immer aktiv ist. Darüber hinaus wissen wir, dass die Priesterkasten mittels Telepathie miteinander kommunizierten. Also, wer weiß, vielleicht ist dieses Lied einfach nur ein verlorener, vergessener Gedanke, der es irgendwie geschafft hat, die Jahrtausende zu überstehen. Das klingt ja schon fast poetisch. Das Lied ist Telepathie? Ihr meint, was wir hören? Ist kein tatsächliches Geräusch, sondern ein Gedanke, der von eurem Verstand als solches interpretiert wird. Das würde erklären, warum nur manche es hören können. Und warum hören wir es dann? Wegen unserer Magiebegabung. Das ergibt doch Sinn, oder? Also meint ihr, jemand spricht in unseren Köpfen? Das klingt bizarr. Ja, wie hilft uns das? Aber selbst wenn dem so ist, wie hilft uns das, den Blutbrand zu heilen? Naja, es zeigt uns den nächsten Schritt. Die Reaktivierung des Nexus. Was? Wie? Warum? Weil uns der wiederentzündete Nexus vielleicht das ermöglicht, was die Former mit ihm getan haben. Die Verbindung unseres Geistes mit der Säule. Wir könnten uns mit dem kollektiven Unterbewusstsein einer ausgestorbenen Rasse verbinden. Was uns wiederum dabei helfen könnte, dieses Lied zu verstehen und mehr über seinen Ursprung herauszufinden. Ich muss sagen, das klingt wirklich gefährlich, weil wir kaum, das sind Vermutungen und wir wissen kaum was darüber. Das ist zwar sehr faszinierend, aber es ist auch verdammt gefährlich. Das klingt gefährlich. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber andererseits ist alles an unserer Mission gefährlich. Und selbst wenn es uns bezüglich des Blutbrands nicht weiterhilft, denk doch mal an all das Wissen, auf das uns eine Verbindung Zugriff ermöglichen würde. Iskrim hat recht, Taha. Dieser Nexus scheint mir momentan der beste Anhaltspunkt zu sein, den wir haben. Na schön. Aber wie sollen wir das tun? Ihn reaktivieren? Gute Frage. Aber ich glaube, diese beiden Podeste haben etwas damit zu tun. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie verwendet haben, um die Energie dieses Orts heraufzubeschwören, zu kanalisieren. Und sie sind leer. Also müssen wir finden, was einmal in ihnen drin war, richtig? Eine Energiequelle. Ja. Die Frage ist nur, wie? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Gehen wir zurück zur Karte. Ich denke, Iskrim sollte sie sich mal ansehen. Oh, okay. Da wären wir. Und? Was denkt ihr, Iskrim? Eine Karte des alten Fiara. Bei Nie half das... Das ist unglaublich. Ja, aber ich meine die Markierungen. Sie sehen aus, als wären sie von Hand hinzugefügt worden, oder? Ich habe schon damit begonnen zu übersetzen, aber ich komme nicht weiter. Wollt ihr mal sehen? Sicher doch. Zeganar, Zvu, Ladon. Ich bin dabei. Steine... Oh, Moment, ihr habt recht, das ist es. Die Essenzsteine und ihre Position. Ich meine, denen fällt ja... Die sagen, oh ja, schicke alte Karte und so, aber es ist ein relativ neuer Tisch und Gegenstände, die dort rumstehen. Die nicht so ganz formal aussehen, vor allem mit den Trinkhumpen hier. Ja. Essenzsteine? Sie sind also die Energiequellen, nach denen wir suchen? Müsste so sein, ja. Aber warum sollte jemand diese Steine verstecken und dann ihre Position einzeichnen? Wer sagt denn, dass man sie versteckt hat? Vielleicht wurden sie ja einfach nur an einen anderen Ort gebracht. Jeder weiß, dass die letzten Jahre der Former turbulent waren. Und vielleicht hatten sie ja einen guten Grund, den Nexus aufzugeben. Dann ist es vielleicht keine sonderlich gute Idee, sie zurückzuholen, meint ihr nicht? Naja, die Frage ist, haben wir denn eine Wahl? Ohne die Steine kommen wir nicht weiter. Wir müssen diesen Ort reaktivieren, um das Lied zu entschlüsseln. Und auch wenn meine Theorie falsch ist und das Lied keine Telepathie ist,
Ohne Energie können wir auch keinen Zugriff auf das Archiv hier nehmen. Ja, das stimmt. Dann müssen wir sie finden. Richtig. Und ich schlage vor, wir fangen gleich damit an. Wir... Immer langsam mit den jungen Pferden. Sobald werden wir die Steine nicht bekommen. Warum? Weil, sofern die Karte auch nur ansatzweise akkurat ist, einer der Steine in Aoniers Klinge liegt. Ohne eine Armee brauchen wir dort erst gar nicht aufzukreuzen. Die eisernen Falken. Richtig. Eiserne Falken? Was? Sagt euch das nichts? Vermutlich gar nicht weiter verwunderlich. Heutzutage gibt es ja sogar Leute, die sie für einen Mythos halten. Die eisernen Falken sind ein Orden, der die Grabstätte der Fjeldark bewacht. Sie bekämpfen sozusagen den Weltuntergang. Was ist mit der anderen Markierung, Jiria? Vielleicht... Oh, ja. Das erinnert... Das ist auch alles Vorstory. Das ist Fjeldark. Sie müsst ihr euch vorstellen, ist sowas wie die Dämonenrasse oder sowas. Die, versucht, das zu vernichten und alles. Oh, ja, das ist... das Schöne ist, hier gibt's noch die Falken. Damals gab's sie gar nicht mehr. Die wurden anscheinend irgendwie platt gemacht oder sind verschwunden. Wartet, die Fjeldark? Das uralte Böse? Genau. Laut der Überlieferung haben die Wächtergötter sie in diese Grabstätte in Aoniers Klinge gesperrt. Aber die Versiegelung wurde mit der Zeit schwächer. Seither beschützen die eisernen Falken das Grab. Seit über 800 Jahren jetzt. Es überrascht mich, dass ihr so wenig mit den Überlieferungen eures Landes vertraut seid, Taha. Naja, mein Vater hat sich nie groß für alte Mythen interessiert. Wie gesagt, die Fjeldark sind kein Mythos. Wenn die eisernen Falken nicht wären, wäre Fjeldark jetzt Geschichte. Wobei das nicht heißen soll, dass sie besonders angenehme Zeitgenossen sind. Gerüchten zufolge sind sie religiöse Fanatiker und selbstgerechte Narren. Aber ich vermute, so wird man einfach, wenn man sein Leben in der Wüste verbringt und nur Skelette einem Gesellschaft leisten. Gut möglich. Was ist mit der anderen Markierung? Die ist sogar noch schlimmer. Dieses Land, das hier markiert ist, existiert nicht mehr. Es befindet sich mitten im Schwarzmeer. Verdammt, ihr habt recht. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass die Insel nicht mehr existiert, oder? Vielleicht haben die Kartografen unserer Ära sie einfach noch nicht entdeckt. Wir könnten doch einfach ein Schiff bauen, dorthin segeln und es herausfinden. Vielleicht. Aber dafür brauchen wir ebenfalls Unterstützung. Jemand, der uns Geld und Truppen besorgt. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass dein ehemaliger General, Taha, wahrscheinlich schon seine Schergen hinter uns hergeschickt hat und diesem Ort eine bessere Verteidigung nicht schlecht tun würde. Vorschläge? Was ist mit dieser Bürgermeisterin? Clara Farlorn? Hat sie nicht etwas von Freunden erwähnt, die uns helfen könnten? Stimmt. Und der Gestaltwandler. Ja, auch wenn ich das für eine schlechte Idee halte. Was ist mit den Mohir-Elfen? Du hast mir erzählt, dass sie ebenfalls den Blutbrand untersuchen, oder? Tun sie, aber wir haben einander in Leonon bekämpft. Ich bezweifle, dass sie uns gegenüber besonders hilfsbereit gesinnt sind. Naja, sie wissen, dass sie in Leonon einen Fehler gemacht haben. Die Augurin ist durchgedreht und irgendwo hatte sie in Anbetracht eurer Befehle ja auch recht. Ich bin mir sicher, dass sie uns anhören werden, insbesondere wenn wir ihnen von unserer Mission erzählen. In Ordnung. Es könnte einen Versuch wert sein. Wohlan denn. Auf mich wirkt es so, als hätten wir mehr als nur eine Möglichkeit. Wo fangen wir an? Wir fangen erstmal mit Falungsheim an, weil das Wichtigste ist, das hier zu befestigen, dass nicht irgendwelche Leute dann hier reingehen, weil wir den Eingang geöffnet haben und das Ding besetzen, während wir woanders unterwegs sind. Ich denke, mit Clara Farlorn fahren wir am besten. Sie schuldet uns was. Stimmt. Wir könnten die Mohir ohnehin hinterher ausfindig machen. Oder die Orks, falls ihr das wirklich für eine gute Idee haltet. In Ordnung. Dann also zurück nach Farlornsheim? Ja. Ruhen wir uns erst noch ein bisschen aus und bereiten uns dann vor. Okay.
Ja, das wird wahrscheinlich sehr interessant. Vielleicht wird sogar Falungsheim unsere Basis, damit wir, wo wir uns sammeln und alles. Wäre interessant. Oder ein Mulandir. Das wäre natürlich auch sehr schick, dass man quasi Teile auf. Ja, man muss ja eigentlich noch hier einen anderen Teil der Stadt aufarbeiten. Das heißt, dass man vielleicht hierher Leute holen könnte oder ähnliches. Also, sieht so aus, als wäre das zukünftig unser Hauptquartier, Ja! was? Schätze schon, ja. Nidhalfs Hammer, wie wäre es mit etwas mehr Enthusiasmus? Wir sind in der alten Hauptstadt der Former. Wir sollten dankbar sein, so eine Chance zu bekommen. Naja, hoffen wir, dass die Verteidigungsmechanismen der Stadt uns mehr nutzen als ihnen. Darum werde ich mich kümmern. Vor allem brauchen wir eines: Verbündete. Die werden wir finden. Ja, ich habe doch erst vor ein, zwei Folgen darüber geredet, dass man eine Basis und so braucht und bekommen kann. Ja, ich freue mich gerade sowas von darüber. Ach, schön. Unsere Operationsbasis. Ja, ich mag es, ich mag es. Der Fleischgolem ist wieder da. Wie kommt das denn? Den müssen wir dann wohl erstmal platt machen. Nein, wo ist denn jetzt unsere Gruppe hier? Aber die Karte ist hier halt wieder voll aufgedeckt, bis auf dort oben ausgenommen. Was ist? In Ordnung. Ja. Ja, wo ist denn Iskrim? Warte, sind die jetzt beide wieder rein? Meilen zu gehen. Stimmen der Vergangenheit. Okay. Also wir haben jetzt quasi hier unsere Operationsbasis. Warte, kann ich jetzt auch hier rüber gehen? Ja, sind die hier drüben? Ja, ich kann jetzt auch hier rüber. Das ist schön. Aber wo sind die? Ich muss wahrscheinlich erstmal zurück in den Nexus. Und, sonst wüsste ich nicht genau, wo die sind. Aber boah, geil. Mulandir ist unsere Hauptbasis. Ich kann mich darüber einfach nur freuen. Das ist so überraschend, aber auch schön. Das könnt ihr gar nicht glauben. Für mich ist das einfach nur wunderbar. So, jetzt gehen wir aber erstmal unseren Zwerg und unsere Elfe holen. Oder ich bin die erstmal suchen. Die Folge ist ja so oder so schon wieder nahe am Ende. Und dann sehen wir zusammen beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Und da sind wir wieder. Wir sind jetzt in Mulandir. Und das wird jetzt erstmal eine Text- bzw. Erzählungsfolge. Da wir hier nur mit unseren Helden in der Basis anscheinend rumlaufen können. Und ja. So, das ist es also, was? Unser Hauptquartier? Sieht so aus. Eine uralte Formerstadt auf der Suche nach einem Heilmittel gegen den Blutbrand und das im Auftrag der Reinheit des Lichts. Klingt verrückt, wenn man es laut ausspricht. Vor ein paar Wochen dachte ich noch, ich würde jetzt in Graufurt sein und ein neues Leben als Gastwirtin beginnen.
Gastwirtin? Du? Hey, lach nicht. Was ist schon verkehrt an ehrlicher Arbeit nach Jahren der Schänderei auf der Straße? Morgens früh aufstehen, die Tische herrichten, müde, erschöpfte Seelen mit Glühwein und Eintöpfen wieder aufpäppeln. Ein einfaches Leben. Ja, auch nicht schlecht. Aber wie haben sie hier die ganzen Betten und die Schränke und das Zeug hierher geschafft? Können das alles von Phalanx sein oder wie? Ja, natürlich. Ja, und es macht so lange Spaß, bis du dich eines Morgens in der Dämmerung auf den Knien wiederfindest und die Lachen aus Erbrochenem und Bier aufwischst, die deine müden, erschöpften Seelen dir als Abschiedsgeschenk hinterlassen haben. Du Zyniker, lass mich doch träumen. Dann wärest du wirklich bereit, alles hinter dir zu lassen? Das Reisen, die Abenteuer? Ach, weißt du, die Menschen reden immer so daher, als wäre jede Entscheidung endgültig. Die einzige Möglichkeit herauszufinden, wie sehr ich diese Art von Leben mag, ist es, es einfach mal auszuprobieren, oder? Und sollte ich eines Tages merken, dass es wieder an der Zeit für eine Veränderung ist, hält mich nichts davon ab, meine Sachen zu packen und weiterzuziehen. Die Vorteile vom Elfenblut, wir haben reichlich Zeit. Ja, Elfen leben ja hier auch sehr, sehr lange. Ja, die verstehen sich eigentlich relativ gut, ne? Nur damit du es weißt, mir wärst du hier lieber als hinter irgendeiner Theke in Graufurt. Natürlich. Wer würde dich sonst nach der nächsten Schlacht wieder zusammenflicken? Wie auch immer, reden wir später. Ich bin mir sicher, dass du Schlachten vorzubereiten hast. Ja, ich denke mal, das ist hier ganz wichtig, Corporal? Dass man... Was gibt's? ...sich mit den Leuten hier durch den Text unterhält und wir werden alles durchgehen. Und dann muss ich wohl erstmal kurz unterbrechen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, machen wir auch gleich weiter. Ja, erzähl mal von deiner Heimat. So. Könntest du mir ein bisschen was von deiner Heimat erzählen? Von Phinon Mir. Naja, es ist jetzt nicht mehr meine Heimat. Aber ja, frag nur. Oh ja, das ist schön. Da werden mehr Hintergrundfragen geklärt und alles. So ein bisschen die Fragen, die man sich selber stellt, weil das ja vor dem anderen Spielen spielt. Schön. Wie unterscheidet sich die Kultur der Elfen von unserer? Ich schätze mal, du meinst Phinon Mir von Northanda, oder? Es gibt ja nicht nur eine Elfenkultur, ebenso wenig wie es die Menschen gibt. Ganz allgemein formuliert würde ich sagen, dass die Unterschiede gar nicht mal so gravierend sind. Insbesondere, wenn man sie mit den Orks vergleicht. Das Leben hat einen etwas langsameren Rhythmus, hauptsächlich unserer Lebensspanne wegen. Und bei uns Elfen spielen Traditionen eine noch größere Rolle als bei euch. Elfen verehren die Natur und schätzen Regeln mehr als alle anderen Dinge. Und sie sind immer extrem darauf bedacht, was sie sagen, wie sie es sagen und zu wem sie es sagen. Ergo ist es auch sehr leicht, einen Elfen zu beleidigen. Ich bin da vielleicht eine Ausnahme, aber so zu sein, haben mich die Vagabundenjahre gelehrt. Andererseits sind auch nicht alle Elfen so. Es gibt welche, die sich ebenso wenig um Traditionen, Elend und den weißen Baum scheren, wie ein Troll um seinen Haarschnitt. Okay. Welche Rolle spielt Magie unter Elfen? Die Frage ist vielmehr, welche Rolle spielt sie nicht? Magie ist überall. Sie wird als Geschenk Elends betrachtet und bestimmt dein Ansehen in jeglicher Hinsicht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mal darüber geredet haben, aber das Konzil, das das Land regiert, besteht ausschließlich aus Magiern. Was übrigens auch einer der Gründe sein sollte, dass die Reinheit es schwer haben wird, in Phinon Mir Anhänger zu finden. Sollten sie je naiv genug sein, das überhaupt zu versuchen? Ich bezweifle es. Ja, die werden, wenn sie mächtig genug sind, vielleicht eher sowas wie einen Krieg anfangen zu versuchen, aber naja. Ja, wie ist es so lange zu leben? Elfen haben ja eine sehr lange Lebensspanne. Wie ist das so?
so lange zu leben? Schwer zu sagen. Besonders, weil ich nicht weiß, wie sich ein menschlicher Körper anfühlt. Als Elfe nimmt man es einfach als gegeben. Als ich auf meinen Reisen das erste Mal realisiert habe, wie kurz ein menschliches Leben eigentlich wirklich ist, war ich zunächst einmal erstaunt. Ich bin seit 39 Jahren auf der Welt und in Finon Mir gelte ich kaum als Erwachsene. Hier hätte ich schon mein 7. Kind in die Welt gesetzt. Es ist komisch, das trifft es vermutlich am besten. Aber weißt du, zu welcher Erkenntnis ich letzten Endes gelangt bin? Ja? Dass das Alter einen nicht notwendigerweise klüger macht. Ich habe mit 39-jährigen Menschen gesprochen, die mehr von der Welt verstanden haben als die uralten Seher von Finon Mir. Letztlich zählen nur Erfahrungen. Noch anderes, was ich dich fragen wollte. Interessant. Es gibt ja noch etwas anderes, das ich dich fragen wollte. Was? Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber warum hast du dich mir angeschlossen? Warum die Frage? Wenn du willst, dass ich gehe, dann kannst du es sagen. Nicht so ungut. Nein, ich will es nur verstehen. Du hast schon eine Menge Gefahren für unsere Sache auf dich genommen. Naja, auf die Gefahr hin, dich zu enttäuschen. Ich glaube gar nicht mal, dass es einen besonderen Grund gibt. Wie du schon im Gefängnis festgestellt hast, bin ich ebenso wie du ein von der königlichen Armee gesuchter Flüchtling. Und an deiner Seite sind meine Überlebenschancen am höchsten. Schätze, das war's. Hey. Du hast mir nie erzählt, warum du aus Finon Mir geflohen bist. Das ist eine lange Geschichte. Ein andermal vielleicht, in Ordnung? In Ordnung. Ja, mal sehen. Ich muss kurz wieder weg.